Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Voller 76 mit der Fanny. Ich bin jetzt hier immer noch im Bergwerk drinne. Ich kann euch das gerne mal zeigen auf der Map. Genau, ich laufe jetzt gerade hier so irgendwie hier drunter durch. Also ganz merkwürdig. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich richtig bin, aber ich sehe, ich muss runter, keine Ahnung. Jetzt bin ich am anderen Ende. Oder bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht. Ja. Bin ich nicht? Hier ist doch Appalachia, oder? Ja. Doch, von hier bin ich gekommen, Leute. Ich weiß gar nicht, muss ich... Nee, ich muss nicht hier raus, oder? Ich muss einfach nur... irgendwo hin. So, Tür öffnen. Jeden! Kontakt mit dem Feind wiederherstellen! Verdammt und Schwach! Naja, ich glaube, ich bin jetzt hier richtig. Da bist du. Gott. Gib mir deinen Schrott, mein Vogel. So, hier sind auf jeden Fall ganz viele... sag schon... Bänke, Werkbänke. Gott sei Dank. Ja, sehr gut. Also, erstmal alles hier zerkleinern. Leuchtpistole kann weg, ja. Ist egal, Speiseöl. Lederrüstung mache ich auch weg. Da, guck mal, eine handgefertigte. Cool. Ja, ich habe was bekommen. Rasantes Magazin, kann es sein? Oder, scheiße. Oder stabiler kurzer Lauf. Ich weiß es jetzt nicht. Guck mal, noch eine handgefertigte. Super. Wieder was bekommen. Zielfernrohr. Na, es hat sich ja richtig gelohnt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Diverses? Nee. Hier wird auch nicht. Kleidung. Favoriten. Waffen. Rüstung. Kleidung. Okay. So, vielleicht bin ich jetzt... Naja, schon viel, viel besser. Schon viel besser. So, erstmal nachladen natürlich, falls hier wieder was auftaucht. Hier könnte ich theoretisch auch meine Rüstung jetzt reparieren, ne? Laborstadt. Oh, Bauplan. Laborwerkbank, ja. Wie cool. So, alles schön nochmal mitnehmen hier. Der ist irgendwie schon geplündert. Was liegt denn da? Nix. Okay. Hier auf dem Tisch, ich weiß, hier ist gleich was, eine Menge zu holen. Und wieder ein Bauplan. Bauplan, oh ja, lernen. Nee, das nicht. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das könnte ich in die Luft jagen. So, da ist eine Power-Rüstungsstation. Abgenutztes Klemmbrett.
Mikroskop. Die Rohrzange habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe die mal eingesammelt. So, alles mitnehmen. Nur nichts übersehen hier. Krummhauerhandschuhe. Railway verdünnt, okay. Dann nehme ich noch das mit. Naja, an den Terminal gehen wir gleich. Ach, guck mal, hier ist noch so ein... Ach, der Seesack ist leider leer. Dann haben wir hier noch mal was. Bergarbeiteruniform, eine makellose sogar. So, dann... Habe ich hier noch was übersehen irgendwie? Ja. Nee, habe ich nicht. Oh, ach so, verdammt. Nee, ich wollte eigentlich nur verschrotten werden. Also verwerten, ne? Genau, Bohrer kann weg. Die Rohrzange kann weg. Ja, komm, mache ich jetzt auch weg. So, die lasse ich natürlich, weil dann habe ich vielleicht meine Rüstung dann endlich mal vollständig. Hier meine Power-Rüstung. Da unten ist auch noch was. Splittergranate. Okay. So, erstmal an den Terminal. Beziehungsweise... Könnte ich ja hier auch noch erstmal sammeln. Antibiotika ist auch... Ups, eine Tasse. Antibiotika ist wohl auch sehr, sehr wichtig. Kann ich irgendwelche Krankheiten heilen? Bauplan! Bastelwerkbank! Ja. Und ein Holoband. Harrod Frost F&E Holoband. Wiedergabe. Hören wir uns mal an. Glauben, dass wir verloren haben. Wir hatten nur eine Chance, zu zeigen, dass unsere Baggerpower-Rüstung den Abbaubot von Hornwright schlagen kann. Und wir haben uns versaut. Warum hat sich Vivian nur diese lächerliche Herausforderung ausgedacht? Sie hat uns nicht mal vorher gefragt. Sie hat es gleich angekündigt wie einen Preiskampf. Dann haben die Zeitungen Wind davon bekommen und plötzlich wussten alle davon. Jetzt haben wir uns zum Gespött der gesamten Bergbauindustrie gemacht. Wer will nach so einer Blamage noch irgendetwas von uns kaufen? Keiner. Also sitze ich jetzt neben dem Telefon und warte auf den unvermeidlichen Anruf, dass die Forschungsabteilung dicht gemacht wird. Vivian hat alles auf dieses Projekt gesetzt. Jetzt ist Garahan Mining total erledigt. Ob Hornwright wohl noch Leute braucht? Da redet der noch weiter? Ja, das war eine Falle schon wieder. Okay, Holoband scheint offensichtlich zu Ende zu sein. So, hier haben wir noch ein Cassis. Da ist aber nichts drin. So, hier war ich schon, genau. Hier auch. So, dann einmal nochmal verschwerten. Gamma-Kanone. Verwerte ich aber auch, weil die brauche ich nicht. So, einige Baupläne habe ich ja gefunden. Okay, gut, dann würde ich jetzt sagen, gehe ich mal hier an den Terminal ran, ne? Was leuchtet denn da so? Achso, das ist die Werkbank. Gut. Projektleiter-Terminal. Blaupause für Baggermodul. Ja, damit. Blaupause für das Modul der Baggerpower-Rüstung wurden auf externes Datenspeichergerät heruntergeladen.
Ja, super. Und jetzt habe ich hier baue linken und rechten Arm der Baggerrüstung, ne? Baue den linken und rechten Bein, den Helm und den Torso natürlich. Persönliche Aufzeichnungen. Ich werde das jetzt einfach wieder durchzwitschen. Gräberhelm freigeschaltet. Okay, Gräber. Ach so, das. Das hat was mit der Baurüstung jetzt zu tun, ne? So, dann einmal da noch. Genau, einmal zurück und dann Bagger-Baurüstung Registrierung. Deaktiviert, aktiviert. Okay. So. Und jetzt muss ich theoretisch. Wartet mal. Hier ist doch noch ein Cassis, ne? Wo waren das? Hier. Oh, wartet mal. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Autsch. Ach ja. Nee, noch nicht ganz. Auch noch nicht ganz. Warte, schon mal gar nicht. Jetzt. Frage, warte mal, wie ging denn das nochmal? Wie konnte man nochmal die Rüstung jetzt machen? Okay, pass mal auf. Ich werde mal jetzt den Cassis da anziehen. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie ein bisschen lost gerade. So einmal betreten. Mein Gott, ich sehe. Oh Gott, oh Gott. Genau, so. Okay, so jetzt gehe ich damit dahin. Ich muss es mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. So. Eh aussteigen. Komm schon. Ja, ich weiß, ich will doch auch aussteigen. So, Fusionskern nehme ich jetzt mal raus. Ach so, ich Idiot. Wartet. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Ich bin völlig Rüstung. Genau. Stell die mal dahin. So. Betreten Transfer. Ach so, ja, okay. Ah, wartet mal. Musste ich das? Nee, das ist eine Waffenwerkbank. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ja? Ob man das hier machen musste. Bautechnikerrüstung, ja, natürlich. Bau. Nein, oder? Warte mal. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Herstellen. Helme. Nein. Gott, wie war denn das nochmal, meine Lieben?
Wie war denn das nochmal? Wie konnte man nochmal die... Ah ja, jetzt geht's. Herstellen. Ah, ich glaube, ich muss es jetzt an diesem Ding machen. Ah ja, Baggerrüstung, jetzt habe ich's. Okay. Gräberhelm. Oh, ich brauche Schrauben, ey. Ich brauche so viele Schrauben. Schwarzes Titan. Federung, Öl, Stahl. Okay, dann mache ich jetzt erstmal den Torso. Stufe 25. Herstellen. So, und jetzt fehlen mir wieder ganz viele Schrauben. Das heißt also, ich bin überladen, aber sowas von überladen. Scheiße. Ich muss unbedingt irgendwie nach Hause, ne? Genau, so war das. Okay. Ist ja alles gar nicht so schwer. Gut, und das kann ich immer nur hier herstellen, ne? Da muss ich immer herkommen. Das ist die Frage, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus auf den kürzesten Weg? Das ist eine gute Frage, nett, ne? Hier oben lang? Achso, das war ich gewesen. Scheiße, wie komme ich denn hier nochmal raus? Auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Genau, also wenn ich jetzt hier... reingehe, komme ich nicht raus. Ich muss mir einen Schrauben mir besorgen. Okay, kann ich nicht öffnen, weil... eine Zugangskarte, okay. Weil ich habe den Skill nicht. So, da habe ich hier wieder was zum Knacken. Aber vielleicht kann ich ja damit ja den Safe öffnen gleich. Na, sag mal. So. Gerade überlegt, warum hat er da diese zweite da nicht genommen? Verstehe, wer will. Ich tue es nicht. So, okay, weiter geht's. Da ist nichts, da ist auch nichts. Hier auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Aber hier... Okay, also. Einer. Officials, okay. Offi. O-F-F-I-T-I-A. Das wird sein, genau. So, Schloss deaktivieren. Okay, gut. War jetzt, glaube ich, nicht der Burner, aber hey. Besser als gar nichts.
Verdammt, wie komme ich denn hier nochmal raus? Ach so, das war von da, ne? Genau, und dann musste ich irgendwie... Scheiße, jetzt habe ich den Weg wieder vergessen. Ich glaube, hier lang? Nee. Da lang. Ich muss mal ganz kurz nochmal... Schwierig, schwierig, Leute. So, warte mal, ich muss noch was essen. Und trinken. So. Okay, pass mal auf. Ich, ich muss tatsächlich mal mir jetzt hier den einfachsten Weg raussuchen. So, das wäre ja hier. Na, also hier Powerrüstung erstellen. Treppe hoch. Und dann hier einfach lang. Dann bin ich eigentlich schon draußen. Also ich muss irgendwie, wenn ich jetzt hier bin, nach links laufen. Alles andere werde ich dann schon irgendwie finden. Gott, ist das übel. Aber hey, ich habe schon mal den Torso. Ja, jetzt fehlen mir nur noch der Helm, die zwei Arme und die zwei Beine. Das heißt also, ich muss irgendwie in dieses Resort und mir die Schrauben kaufen. Irgendwie so. So. Gut, das hätten wir dann auch schon mal angefangen. So, einmal. Also ich glaube, so, genau. Aluminiumschrott. Okay. Ach. Garen anwesend. Why? Wo? Was? Das da? Ach ja, hier mit diesem komischen Fahrstuhl, ne? Okay. Rattengift, So, hi, Frieda. Madini. Beeindruckend, was? Die Garans haben es mit ihrem Geld ganz schön krachen lassen. Ja, das glaube ich. Hat ihnen aber auch nichts gebracht. Mit Geld kann man nicht alles kaufen. Wohl wahr. Obwohl ich mich manchmal frage, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, so weiterzuleben. Es ist schwer, nicht in der glamourösen Vergangenheit zu schwelgen, wenn man aussieht wie ich. Ach, du siehst doch ganz, ganz fit aus. Keine Ahnung, ob du dir die Erinnerungen einer alten Frau anhören willst. Aber ich bin erst mal eine Weile hier. Mhm. Eine Reise in die Vergangenheit. Ich würde dir gerne ein paar Fragen zu dir und den Garahans stellen. Ich sag dir, was ich weiß. Okay.
Kanntest du die Garahans? Ja, und besser als viele andere. Vor dem Krieg war ich Rezeptionistin im Garahan-Firmenhauptsitz. Ah. Ich kannte ein paar der hohen Tiere ziemlich gut. Wenn man sich mit denen abgab, wurde man ständig zu Cocktailpartys eingeladen. Was hältst du von den Garahans? Naja, sie haben ein ziemlich luxuriöses Leben geführt. Auf dem Rücken ihrer schwer schuftenden Bergarbeiter. Andererseits haben sie mich bezahlt und waren immer freundlich. Ich habe nicht in den Gruben geschuftet. Also wie verbittert sollte ich sein? Immerhin lebe ich und sie sind schon lange tot. Die mustert mich, glaube ich. Wie hast du den Krieg überlebt? Ich hatte Glück. Ich habe mich versteckt und bin nach Osten geflohen, als die Roten kamen. Aber an der Küste ist es ziemlich schlimm. Die wurde heftiger getroffen als die Heimat. Als die Leute zurückkamen, ging ich auch zurück. Ich wurde das, was ich jetzt bin. Ein Ghoul. Und das hat mein Leben nicht gerade leichter gemacht. Ich finde sie nett. Wie lebt es sich so als Ghoul? Man erhält keinen Vertrauensvorschuss. Irgendwas wurde gestohlen? Dann ist man sofort verdächtig. Es ist wohl schwierig, jemandem gegenüber unvoreingenommen zu sein, der aussieht, als würde er einen verspeisen wollen. Trotzdem frustrierend. Aber das Schlimmste? Wenn man eines dieser wilden Monster sieht, fragt man sich, was unterscheidet es von mir? Werde ich auch mal so sein? Es ist schwer, damit zu leben. Mehr wollte ich nicht, ich dich nicht fragen. Sonst noch was? Nein. Ich muss wieder los. Nur zu. Ich lebe noch ein bisschen länger in einer Hülle des Luxus. Oh, sie war echt nett. Danke, Frieda, für die nette Unterhaltung. Jetzt ist die Welt oben so gefährlich wie die unten. So, erstmal die ganzen Bilder rumklauen. Ich nehme wirklich jetzt mal alles mit, ne? Und ja, ich hätte hören sollen auf euch, ne? Weinflasche, ja. Vielleicht waren es gerade die Garahans oder so auf den Bildern. Hoppala. So. Da ist nichts. Hier ist noch eine Munitionskiste. Hier könnte ich noch Klavier spielen. So, ich nehme mir gleich den Zettel. Einen Moment. Haarklammern. Und die Schlüsselkarte ist nicht zu finden. Hör mal, ich weiß ja nicht, wo du bist oder warum du so verdammt lange brauchst, aber ich krieg diesen verfickten Aufzug nicht auf. Ich habe schon mit dem Hammer, dem Bohrer und dem Schneidbrenner versucht. Verdammt nochmal, selbst mit ein paar Minen habe ich bloß ein paar Kratzer in das verfluchte Ding gekriegt. Woraus zum Henker sind die Teile denn gemacht? Ich werde versuchen, drüben im Hauptsitz die Schlüsselkarte zu finden. Und falls das nicht klappt, werde ich es mit einer dieser Powerrüstungen probieren. Falls du von mir zurückkommst, halte ich gut fest. Okay. Ich habe ja einige Schlüsselkarten gefunden. Oh mein Gott. Ich habe sie. Ich habe sie gefunden. Oh mein Gott. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sind jetzt, glaube ich, in eines der, genau, wir sind jetzt in eines dieser Türme, also diesem Turm hier. Wie cool. Läuft das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Wenn wir dann zusammen hier in deren Gebäude gehen, ne? Von den Garahans. Naja, mal schauen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend.
So aufgeladen ist alles. Ich habe noch fast 1000 Munition, 39 Granaten, die ich eigentlich so selten benutze, aber mehr machen sollte. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye.